Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zur Game of Dwarves. Ich bin wieder direkt in der Mission drin. Wie gesagt, die Übersichtskarte hat nicht so viel Sinn, deswegen starten wir immer direkt aus der Mission. Und ja, gucken, dass wir vorwärts kommen. Hier unten sehe ich zum Beispiel noch, dass Gold ausgehoben werden will. Dass das ausgehoben werden will. Jetzt muss ich mal gucken, sind meine Grabbefehle alle scheinbar gelöscht worden? Ja. Oh, hier ist ja auch noch viel schönes Zeug. Das nehmen wir alles mit. So, und dann lassen wir mal das Spiel weiterlaufen. Vor allem Dingen. Wir haben ja das Problem, dass wir etwas unter Zeitdrang stehen. So. Porsche Beliebtheit stimmt alles soweit, deswegen ist alles super effektiv. Wir wollen jetzt auf jeden Fall die bessere Ausbildung. Wie sieht es mit Jungzwergen für einen dritten Militär aus? Ja, das sieht so aus, als könnten wir einen anfordern. Wir haben genug Beliebtheit, wir haben alles eigentlich genug. Was wir halt jetzt mal gebrauchen könnten, sind bessere Nahrungspflanzen. Also verkaufen wir die drei hier und pflanzen da die teureren Radieschen an. Und da wir mehr als genug Holz haben, kleide ich unseren Garten auch mal ordentlich aus. So. Da ist der Ausgang in die Tiefen. Du sitzt mal wieder hier fest, deswegen helfen wir dir hier raus. Ah, noch ein Schatzraum, oder? Nein, kein Schatzversteck, sondern ein Tafelraum. Okay. Mit Zeug zum Ausgraben. Und neben der Tafel müssen wir uns reingraben. Oh, hier ist noch mehr Gold, aber Gold brauchen wir im Augenblick nicht. Da wir ja fast schon am Maximum sind, was Gold angeht. Ich könnte allerdings meinen Goldvorrat etwas erhöhen, indem ich noch eine zweite Kommode hier bauen lasse. Die bringt dann wenigstens 200. Dann können wir das Gold da unten ruhig ausgraben. So. Ich frage mich auch zum Beispiel, wie wir hier hinkommen sollen. Von hier aus würde es dann in die Richtung weitergehen. Sind meine Bergarbeiter jetzt hier oben beschäftigt eigentlich? Ja. Hier ist nämlich noch jede Menge Stein auch. Und auf das Stein würde ich nicht unbedingt verzichten, wenn es nicht, ne, wenn es nicht geht. So, wir haben den neuen Jungzwerg fürs Militär. Wir haben drei Forscher, die schön forschen. Wir könnten hier schon mal einen Holzblock setzen. Das wäre eine gute Idee. So. Da ist wenigstens schon mal unser Garten fertig. Bis auf die Wand da, aber die Wand, die kann ich auch lassen. Sieht ein bisschen zwergischer aus. Mal, was hier an Ressourcen rumliegt. Garantiert ist dahinter wieder eine doppelte Eisenader.
Und eigentlich bräuchte ich ja, dass es noch schneller geht für diese ganze Minenoperation, einen vierten Gräber. Wollte ich jetzt eigentlich auf die Spitzhacken oder auf die Militärspezialisierung? Weiß ich gar nicht mehr. Ich gehe aber, glaube ich, erst einmal auf die Spitzhacken. Damit wir schneller graben. Noch mehr Steine. Wir müssen ja eh noch ziemlich viel Undigium ausgraben hier überall. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was wir machen können, wenn wir die Mission gewonnen haben. Die Tafel können wir leider nicht verschieben. Wir können die Elfenwände verkaufen. Und die Steinböden. Dass wir wenigstens sehen, was sich dahinter und darunter verbirgt. Und Punkt. Okay, erst auf effektivere Spitzhacken. Sonst hat das alles keinen Zweck. Und irgendwer sollte die Tafel aktivieren. Ja, das macht er schon. Noch eine Tafel und ja, mit demselben Knopf. Dann wollen wir hier mal drücken und da. Lass uns die anderen finden und auf der Hut vor diesem verrückten Schamanen sein. Ja, der könnte überall sein. Der ist ein verrückter Schamane. Hier oben wäre zum Beispiel auch noch ein Raum. So, wo sind meine anderen Grabzwerge gerade unterwegs? Die sind hier oben. Da ist noch mehr Silber. Wenn der erste von den beiden Stufe 4 erreicht hat, werde ich ihn zum Gräber machen. Der andere kann dann warten, bis er Stufe 5 oder 6 ist, bevor ich ihn zum Militärzwerg mache. So, wir haben außerdem hier den Block, also kann ich hier was draufsetzen. Sehr schön. Und ja, ganz ehrlich, das hier lasse ich mal weg. Das brauchen wir jetzt zurzeit echt nicht. Hier sind sie auch noch fleißig beim Ausgraben. Hier ist noch mehr Silber. Ich sehe schon, meine Gier nach den Ressourcen hier wird mein Tod sein. Aber das Turmali nehmen wir mit. Das Gold und das Stein kann mal dort bleiben. Wir gucken, dass wir uns erstmal hier in die richtige Richtung vorgraben. Wir müssen nämlich hier unten weiter, wir müssen hier weiter. Wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir hier runterkommen. Ja. Er ist gleich Level 4, dann wird er zum nächsten Minerzwerg, zum nächsten Bergarbeiterzwerg. Wir können, glaube ich, schon mal bessere Forschungsstationen. Ja, diese kosten allerdings ziemlich viel Holz. Ja, und ich denke mal, die Schatzkammer wird eine ganze Weile so aussehen, wie sie gerade aussieht. Naja, ist egal. Solange nichts irgendwie da rein einbricht. Wichtig ist, dass ich das Eisen kriege und das Turmalin hier oben. Bergarbeiter. Ach ja, und du kannst jetzt verkauft werden. Das gibt super viel Holz.
Und du kannst so aufgestellt werden. Ich könnte theoretisch mit dem Holz und allem die Betten ersetzen. Ich könnte zum Beispiel hier unten in den Raum jetzt mal die Strohbetten verlegen. So. Könnte hier oben die drei Strohbetten durch solche Betten ersetzen. Stein habe ich dafür ja genug. So, dann brauchen wir hier unten noch einen Esstisch. Turmalintisch oder Festtagsbrei? Weil marmormäßig haben wir nicht genug. Machen wir den Festtagsbreitisch. So, und wir können hier unten auch gleich so eine Standarte platzieren. Im Augenblick ist das jetzt unser Hauptweg hier, weiterzukommen nach da drüben und dann hier oben irgendwann hin. Okay, ich habe jetzt gerade sehr viel Silber wieder gefunden. Ah, ich will eine Leiter platzieren. So, was finden wir hier oben? Wieder Gnome. Die haben allerdings Eisen und Eisen zu haben ist immer gut. So, der Festtagstisch ist fertig. Der kann dann hier platziert werden. So, hier kommen wir ans Silber ran. So, da setze ich mal schon mal meine beiden Militärs da drauf an, da runter zu gehen und zu bewachen. Betten habe ich ja genug. Geld habe ich jetzt auch genug. Ich könnte mit dem Eisen, was ich habe, wenigstens zwei Eisenkisten noch bauen. So. Oh, und wir haben einen Goblin-Hort gefunden. Forschungspunkt. Für bessere Spitzhacken. Ich brauche eine Leiter.